Schönen guten Tag. Heute beschäftigen wir uns mit dem visuellen Kortex. Und ich will erstmal noch kurz wiederholen die wichtigsten Punkte vom letzten Mal. Also der Ziel und Zweck der Informationsverarbeitung in der Netzhaut ist es, ein möglichst reliables Bild der Umwelt zu generieren, eine möglichst reliable Repräsentation zu haben, die aber gleichzeitig möglichst effizient sein soll, damit sie eben dann effizient vom Auge zum Gehirn geschickt werden kann. Also ein bisschen ist so das Ziel und Zweck der Netzhaut, möglichst gute Bilder in komprimierter Form zu generieren, die dann zum Gehirn geschickt werden. Und im Gehirn, da muss aber jetzt mal angefangen werden, nicht nur Bilder zu haben, sondern was mit den Bildern zu machen, also die Bilder auszuwerten. Und auswerten heißt, dass Merkmale der Bilder extrahiert werden. Merkmale sind zum Beispiel einfach Kanten, Ecken, Farben, Bewegung, Tiefe und so weiter. Und diese Information wird dann, also diese Merkmalsextraktion, die wird im primären visuellen Kortex gemacht, aber auch noch in den höheren kortikalen Arealen. Und da findet dann eben auch eine noch spezifischere, zielgerichtete Auswertung statt, um zum Beispiel Objekte zu erkennen oder um visuell geführte Handlungen zu steuern. Das wichtigste Konzept der retinalen Informationsverarbeitung war das der lateralen Inhibition. Und die laterale Hemmung, also die wechselseitige Hemmung von benachbarten Neuronen, retinalen Ganglienzellen, ist hier illustriert. Und was Sie hier sehen, illustriert auch das ganz, ganz wichtige Konzept, das wir heute auch die ganze Vorlesung über brauchen werden, nämlich das des rezeptiven Feldes. Die retinalen Ganglienzellen besitzen rezeptive Felder, die sind konzentrisch organisiert und hier in der Mitte gibt es einen erregenden Bereich. Wenn da dieser Bereich stimuliert wird, dann feuert die Ganglienzelle und wenn das Umfeld stimuliert wird, der Bereich, der hier dunkel dargestellt ist, dann wird die Zelle gehemmt. Das ist das Prinzip der lateralen Inhibition, das ist die Informationsverarbeitung, die hauptsächlich in der Netzhaut stattfindet. Und das rezeptive Feld ist einfach die Menge der Reize in der Umwelt, die Menge der Lichtreize in dem Fall bei visuellen Neuronen, die das Feuerverhalten der Zelle ändern können. Das ist hier dargestellt. Und dieses Konzept werden wir uns ansehen dann auch für Neuronen im visuellen Kortex, wo die rezeptiven Felder eben dann vermutlich komplizierter aussehen, weil dann einfach nicht nur, da haben wir nicht Pixel, die da sozusagen berechnet werden, sondern eben kompliziertere Sachen wie Linien, Ecken, Kanten und so weiter. Der zweite wichtige Punkt war die Weiterleitung der Informationen in den visuellen Kortex. Sind diese ganzen einzelnen Schritte letztes Mal im Detail durchgegangen. Was ich nochmal wiederholen will, was wichtig ist, ist, die Zwischenstation hier im Thalamus, also die Axone der retinalen Ganglienzellen, die hier in der Netzhaut sitzen, die enden, also die meisten davon enden im Thalamus. Und da sitzen wieder andere Neurone, die sind im Thalamus verschaltet und viele davon schicken dann ihre Axone weiter entlang der Sehstrahlung in den primären visuellen Kortex. Der andere wichtige Punkt ist, dass die Information aus beiden Augen hier in der Sehbahnkreuzung zusammen, der wird da hier praktisch neu verteilt, sodass in der rechten Hirnhälfte die Information aus beiden Augen kombiniert werden kann, und zwar jeweils vom linken Gesichtsfeld. Und in der linken Hirnhälfte ist es genau anders. Und der Grund, warum die Information kombiniert wird und warum das vorteilhaft ist, die Information aus beiden Augen zu kombinieren, das werden wir in der Vorlesung über räumliche Tiefe sehen.
Es ist dazu nötig, um die Entfernung, die Distanz von Objekten im Nahbereich berechnen zu können. Und wir haben auch noch gesehen, dass es zwei verschiedene dieser Bahnen von der Retina zum Thalamus gibt. Das eine war die magnozelluläre Bahn und das andere die parvozelluläre Bahn. Und ganz grob gesagt sind es zwei unterschiedliche Kameraprogramme, die praktisch die andere Eigenschaften der Bilder ganz besonders hervorheben. Der parvozellulären Neurone, die werden vermittelt von sogenannten Zwergzellen in der Netzhaut. Das heißt, die haben ganz, ganz kleine rezeptive Felder. Das heißt, sie sind ziemlich gut, um Details zu erkennen. Während die magnozellulären Neurone, die haben ganz, ganz große dendritische Felder und auch entsprechend rezeptive Felder und haben deswegen auch, weil sie eben mehr summieren, eine höhere Empfindlichkeit und sind vor allen Dingen auch sehr empfindlich für Reize, die sich ganz schnell bewegen oder ganz schnell an- und ausgehen. Und also das ist sehr, sehr nützlich, eben um Informationen über schnelle Bewegungen zu vermitteln. Und wir werden uns in der zweiten Hälfte eine Theorie des visuellen Systems ansehen, die einfach nur besagt, dass diese Unterteilung in getrennte magno- und zelluläre Bahnen nicht nur von der Netzhaut zum Thalamus geht, sondern auch weiter zum primären visuellen Kortex und über die ganzen extrasriären Bereiche hinweg. Okay. Also in der Netzhaut wird ein Bild generiert, und zwar möglichst reliabel und effizient. Und im primären visuellen Kortex, V1 genannt, findet dann eine weitere Auswertung statt, die Extraktion von Merkmalen. Der visuelle Kortex ist genauso wie alle kortikalen Bereiche in 6 Schichten unterteilt. Das ist ungefähr 2 mm dick, also eigentlich ziemlich dünn. Und was Sie hier sehen, ist ein Querschnitt durch den visuellen Kortex, und man kann hier eigentlich unter dem Mikroskop mit bloßem Auge schon irgendwie erkennen, dass das nicht einfach nur ein homogener Teig sozusagen ist, sondern dass es eben da Unterteilungen gibt in verschiedene Bereiche. Und Anatomen und Histologen haben hier im visuellen Kortex erstmal die 6 Schichten unterteilt, die es auch in allen anderen Bereichen gibt. Sie sehen aber hier zusätzlich, dass diese Schicht 4, also die geht von hier bis da, die ist dann weiter unterteilt in A, B und C, und die Schicht 4C ist dann noch mehr unterteilt in 4C Alpha und 4C Beta. Ja. Und da wenn Sie fragen, ja, warum rede ich von 6 Schichten, wenn hier, also sind es ja schon viel mehr. Diese 6 Schichten unterscheidet man prinzipiell in allen Bereichen, aber in den Bereichen, wo die Eingangssignale von den Sinnesorganen, die dann erst im Thalamus verschaltet werden und dann weitergeleitet werden, ankommen, da ist die Eingangsschicht, das ist die Schicht 4 hier, nochmal immer ein bisschen diffiziler und komplexer. Und im visuellen Kortex ist es so, dass hier die in der Eingangsschicht die parvo- und die magnozellulären Bereiche noch getrennt sind. Das heißt, die magnozellulären Neurone in der Netzhaut und dann im Thalamus, die schicken ihre Axone hier in die Schicht 4C Alpha, und von da geht es dann weiter in 4B zur weiteren Verarbeitung, während die parvozellulären Neurone, die schicken die Eingangssignale in 4C Beta, und dann geht es weiter in diese Bereiche, in die höheren Schichten 2 bis 3. Und dann gibt es noch Bereiche, die Neurone, die haben wir erst ein bisschen später kennzeichnen können. Die liegen so dazwischen, zwischen den magno- und parvozellulären Schichten, und die schicken dann ihre Verbindungen auch hier in diese Bereiche. Das heißt, die Eingangsbereiche in den primären sensorischen Arealen, die sind immer ein bisschen komplexer.
Aber dann findet in den oberen Schichten 2 bis 3 eine weitere Auswertung statt. Also da werden dann die Merkmale extrahiert, die ich Ihnen jetzt dann im Folgenden zeigen werde. Und dann von diesen oberen Schichten wird dann die Information weitergeleitet in andere kortikale Areale zur weiteren Auswertung. In den unteren Schichten, Schichten 5 und 6, da wird Information auch weitergeleitet, aber die geht dann eher in die subkortikalen Areale, zum Beispiel zurück zum Thalamus, um da eben bestimmte Bereiche auszuwählen für eine vertiefte Verarbeitung. Was berechnen jetzt diese kortikalen Neurone in diesen Schichten 2 und 3? Nein, in Schicht 4c, also da, wo die Eingangssignale aus dem Thalamus kommen, da sehen die rezeptiven Felder eigentlich genauso aus wie im Thalamus und wie in der Netzhaut. Ja, da sind es einfach konzentrisch organisierte rezeptive Felder. Da ist noch weiter nichts passiert. Aber bei der weiteren Verarbeitung stellt sich fest, dass eben dann, dass man diese Neurone nicht mehr am besten durch einfache Lichtpunkte stimulieren kann, die der Größe des rezeptiven Feldzentrums entsprechen, so wie auf der Netzhaut, sondern dass man da andere Reize dazu braucht. Und diese anderen Reize, die sich für die Stimulation von Neuronen im primären und sekundären visuellen Kortex ziemlich gut eignen, sind Linien. Und jetzt werden Sie sagen, naja, also da, das ist ja eigentlich klar, irgendwo, also am Anfang ist man für Punkte empfindlich und dann kommen die Linien und dann später in den extrasensorischen Bereichen wird es dann irgendwie noch komplizierter. Ja. Die ersten Forscher, die da wirklich ableiten konnten von den Neuronen, denen war das nicht so klar. Ja. Und es ist im Nachhinein immer einfacher, sich solche Sachen zu überlegen. Es gab mehrere Gruppen auf der ganzen Welt, die dann in den 50er und 60er Jahren, denen es dann möglich war, wirklich von einzelnen Neuronen im Gehirn von Versuchstieren abzuleiten. Und die haben wirklich alles Mögliche versucht, damit sie jetzt diese Neurone zum Feuern kriegen. Und es war eine Gruppe in den USA, und zwar ein Kanadier, der David Jubel, und ein Schwede, der Thorsten Wiesel, die an der Harvard University geforscht haben, denen der Durchbruch gelungen ist und die dann zum ersten Mal zeigen konnten, dass wirklich diese orientierten Linien die idealen Reize für die Neurone in V1 sind. Und andere Gruppen, es gab zum Beispiel in Freiburg eine ganz bekannte Gruppe, die haben die gleichen Möglichkeiten gehabt, ja, aber die haben das eben nicht erkannt, dass diese Linien der optimale Reiz jetzt sind für die Neurone in V1. Und genauso wie man damals einfach nicht wusste, was jetzt der optimale Reiz ist, was das rezeptive Feld ist für die Neurone in V1, genauso geht es uns heute noch, dass wir nicht wissen, was jetzt die optimalen Reize für viele dieser visuellen höheren Areale ist. Und es wird rumprobiert und rumprobiert, aber so richtigen Durchbruch ist da noch nicht gelungen, um das in allen visuellen Arealen zu spezifizieren. Was Jubel und Wiesel gefunden haben, war, dass wenn man diese Neurone in V1 mit Linien stimuliert, dass es eben dann, wenn die Linie die falsche Orientierung hat für das Neuron, das Neuron überhaupt nicht antwortet. Und wenn die Linie aber die richtige Orientierung hat, ja, im Fall von diesem Neuron, vertikal, dann gibt es eine große Antwort. Und zwischendrin ändert sich das so ganz langsam. Und Jubel und Wiesel haben dann auch sich überlegt, ja, wie könnte jetzt so ein orientiertes Neuron zustande kommen, ja, und haben ein Modell aufgestellt, wie man aus diesen konzentrisch organisierten rezeptiven Feldern in V1 orientierte rezeptive Felder bauen kann, sodass das rezeptive Feld dieser V1-Neurone eben dann so aussieht wie hier dargestellt. Und dieses Modell, es
wirklich schon 50 Jahre alt, aber das erklärt eigentlich den Großteil der Daten sehr gut. Und an den Feinheiten wird aber immer noch rumgeforscht. Ich will Ihnen jetzt einfach mal illustrieren, wie Hubl und Wiesel diese Arbeiten gemacht haben, was da passiert. Und von den beiden Forschern gibt es also ein Video bei ihren Arbeiten. Was Sie hier sehen, ist erstmal eine Projektionswand. Ja. Sie sehen praktisch den Reiz, den das Versuchstier auch sieht. Das wurde damals mit einem Tageslichtprojektor gemacht. Das Knattern, das Sie hier hören, das sind die Aktionspotenziale. Die werden über einen Verstärker verarbeitet und jedes Mal, wenn es so knackst, feuert das Neuron, von dem abgeleitet wird. Man leitet hier wirklich von einer einzelnen Zelle ab in V1. Und dieser Lichtreiz, also der wird mit einem Tageslichtprojektor auf einer Projektionsleinwand generiert, den das Versuchstier sich ansieht, und hier auf einem Blatt Papier, da markieren die Forscher das rezeptive Feld dieses Neurons. Und Sie sehen hier, dass immer wenn der Reiz in einen Bereich kommt, der hier mit diesem X gekennzeichnet ist, dann feuert das Neuron. Und in den Bereichen hier daneben, links und rechts, wenn da das Licht drauf fällt, dann ist es ganz still. Ja? Dann wird das Neuron gehemmt. Das sind die hemmenden Bereiche. Und wenn die Orientierung falsch ist, ist nicht die richtige, die bevorzugte, dann feuert das Neuron auch nicht. Jetzt gibt es eine deutliche Antwort. Ja. Und wenn die Orientierung optimal ist, dann gibt es eine ganz große Antwort. Und auf die Art und Weise haben Hubl und Wiesel für ganz, ganz viele Neurone die rezeptiven Felder kartiert und haben die Eigenschaften untersucht. Und der Großteil der Neurone in V1 hat rezeptive Felder, so wie die hier, das hier dargestellte. Das sind die, die werden als einfache Zellen, als Simple Cells bezeichnet. Es gibt dann auch noch komplexe Neurone, auf die will ich aber gar nicht so groß eingehen. Die haben nicht diese getrennten erregenden und hemmenden Bereiche, sondern die reagieren über den ganzen Bereich hinweg, unabhängig davon, wo sich jetzt die Kante genau befindet. Aber die Unterscheidung ist nicht so wichtig. Wichtig ist hier, dass also das rezeptive Feld elongiert ist. Ja? Und dieses elongierte rezeptive Feld sorgt dafür, dass einfach hier der optimale Reiz eine Linie ist. Und das ist praktisch so wie hier dargestellt. Wenn der Reiz hier praktisch genau in diesen erregenden Bereich reinfällt, dann wird die Zelle maximal aktiviert. Und die Zusammenschaltung ist wirklich so, dass einfach hier die Neurone vom Thalamus, wenn man sich die ansieht, die sind hier wirklich genauso ausgerichtet und dadurch kommt diese Orientierungsempfindlichkeit zustande. Wenn man jetzt die Antwort in Impulsen pro Sekunde, also die Anzahl der Aktionspotenziale misst, dann findet man eben hier bei diesem Neuron ein Maximum in der vertikalen Orientierung und das nimmt dann ab, wenn die Orientierung eben nicht mehr genau stimmt. Zusätzlich zu den einfachen Zellen haben sie auch noch die komplexen Zellen gefunden. Sie haben aber auch noch eine dritte Art von Neuronen gefunden, die noch komplizierter waren. Das sind die sogenannten hyperkomplexen Zellen. Bei den hyperkomplexen Zellen ist es wieder so, da muss die Orientierung stimmen. Ja? Das gilt praktisch für alle Zellen in V1. Und hier sieht man, dass, also wenn der Balken hier in den erregenden Bereich des rezeptiven Felds dieses Neurons reinfällt, dann wird die Antwort erstmal immer größer.
Und wenn das hier praktisch den ganzen Bereich hier abdeckt, dann ist die Antwort maximal. Und bei den anderen Neuronen war es immer so, desto länger der Balken wurde, desto größer war die Antwort der Zelle, bis dann irgendwann das ganze rezeptive Feld abgedeckt war und dann blieb es bei dieser großen Antwort. Während hier bei den hyperkomplexen Zellen, wenn man den Balken jetzt noch länger macht, dann wird die Antwort wieder kleiner. Und daraus haben Jubel und Wiesel geschlossen, dass hier so ein inhibierender Bereich am Ende sich befinden muss. Und deshalb haben sie diese Zellen dann hyperkomplexe Zellen genannt. Und die, da kann man sich jetzt überlegen, was jetzt, also wenn man jetzt nicht gerade so einen kurzen Balken hat, was jetzt da der optimale Reiz wäre, wenn sich das Tier oder der Mensch so ein Bild ansieht mit Objekten und so weiter. Und das sind hier natürlich Ecken. Und also die einfachen rezeptiven Felder, die wären praktisch für die Kanten, für die langen Kanten zuständig und die hyperkomplexen rezeptiven Felder, die reagieren am besten auf Ecken. Und Ecken und Kanten, das ist so mehr oder weniger was Formen und damit auch Objekte beschreibt. Das heißt, auf die Art und Weise kann man die Inhalte der visuellen Welt erfassen. Und Jubel und Wiesel haben dann die Theorie aufgestellt, dass es eben in Vereins gibt es diese einfachen, komplexen und hyperkomplexen Zellen. Und wenn ich jetzt dann weitergehe entlang der visuellen Verarbeitung, V2, V3, diese ganzen höheren Areale, dann werden einfach die Muster oder die rezeptiven Felder immer komplizierter. Und wenn man sich überlegt, wohin das dann führt, ist, dass man dann irgendwo ein Neuron haben müsste in irgendeinem visuellen Areal, das dann auf das Bild der eigenen Großmutter reagiert und sonst auf nichts. Und diese Art von Zellen wurden dann als Großmutterzellen bezeichnet und wie plausibel oder unplausibel das ist, das sehen wir uns in der Vorlesung über Objekterkennung an. Ich kann dazu nur zweierlei sagen, dass es eigentlich total unplausibel ist, dass es aber durchaus Areale oder Bereiche gibt, nicht unbedingt im visuellen Kortex, sondern eher in den Bereichen, wo Gedächtnis repräsentiert ist, die wirklich sehr, sehr spezifisch auf bestimmte Personen, auf Bilder von bestimmten Personen antworten. Ein weiteres Merkmal, das in V1 extrahiert wird, ist Bewegungsrichtung. Das ist hier illustriert. Wir haben hier wieder ein rezeptives Feld, das ist hier einfach wieder grau schraffiert dargestellt. Und wenn ich jetzt den Balken hier, einen horizontalen Balken in der vertikalen bewege, dann antwortet die Zelle nicht. Und wenn der Balken dann so langsam diagonal ist, dann antwortet die Zelle. Aber die antwortet nur, wenn der Balken hier diagonal nach rechts oben geht und nicht, wenn der Balken in die Gegenrichtung wieder runterkommt. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, um die Bewegung von Objekten zu signalisieren. Also da wird eben nicht nur signalisiert, dass das Objekt an einem bestimmten Ort ist, sondern dass es sich eben auch dann noch in eine bestimmte Richtung bewegt. Und über solche Zellen werden wir in der Vorlesung über Bewegungswahrnehmung noch viel, viel mehr hören. Und die Zellen, die befinden sich im primären visuellen Kortex, hauptsächlich in der Schicht 4b. Und in der Schicht 4b, da kommen hauptsächlich die Signale aus diesen magnozellulären Schichten des Corpus genicolatum laterale im Thalamus an. Das heißt, was wir schon gesagt haben, dass diese magnozellulären Neurone eigentlich sehr gut geeignet sind, um Bewegung zu vermitteln, das scheint wirklich zuzutreffen. Ja, die Neurone, die bewegungsempfindlich sind, die kriegen eben zumindest zum Großteil Eingangssignale aus diesen magnozellulären Bereichen. Hier ist noch mehr ein Video von Jubel und Wiesel. Die haben den Nobelpreis, ich glaube 1961, gekriegt. Das ist ein bewegungsempfindliches Neuron signalisiert. Also wenn der Lichtballen jetzt so runterkommt, dann feuert das Neuron. Und zwar immer in dem Bereich hier. Ja.
Und dann jetzt werden hier die Seiten noch ausgelotet. Die bevorzugte Richtung ist diagonal nach links unten. Ich habe vorher schon erwähnt, dass im primären visuellen Kortex jetzt auch mal die Signale aus beiden Augen kombiniert werden. Die Signale aus beiden Augen, aus der linken Gesichtsfeldhälfte, also was links von der Nase ist, kommen in die rechte Hirnhälfte, werden im rechten primären visuellen Kortex verarbeitet. Und dann gibt es da natürlich Neurone, die im visuellen Kortex, die kriegen ihre Eingangssignale hauptsächlich vom rechten Auge und andere kriegen die Eingangssignale hauptsächlich vom linken Auge. Und es gibt aber auch Neuronen, die kriegen Signale, die gleich groß sind aus beiden Augen. Das haben Jubel und Wiesel auch schon erkannt. Das ist allerdings sehr, sehr mühsam, das mit Einzelzellableitungen zu machen. Und in den Jahren nach Jubel und Wiesel wurden dazu Methoden eingeführt, mit denen man diese Messungen schneller machen konnte und auch praktisch ein Bild vom visuellen Kortex erstellen konnte. Und darum heißt die Technik Optical Imaging. Und was hier gemacht wird, ist im Prinzip, dass dem Versuchstier werden wieder Bilder gezeigt und während das Versuchstier die Bilder betrachtet, wird mit der Kamera das Gehirn aufgenommen. Und zwar wird ja auch das Gehirn direkt aufgenommen, das heißt bei diesen Versuchen wird die Schädeldecke in einem ganz kleinen Bereich abgetragen und der Bereich kann dann direkt gefilmt werden und da wird infrarotes Licht, also in einem langwelligen, rötlichen Bereich draufgestrahlt und das Blut, der Sauerstoffgehalt des Bluts unterscheidet sich jetzt je nachdem, wie stark die Neurone in diesen Bereichen aktiviert werden. Das ist das gleiche Prinzip eigentlich wie bei der funktionellen Kernspintomographie, die jetzt also beim Menschen eigentlich die gängige Methode ist, um solche Bildgebungsmessungen durchzuführen. Bloß, dass sich eben in der Kernspintomographie das nicht mit einer so einer hohen Auflösung machen lässt. Da mit den gängigen Methoden kann man diese okularen Dominanzkolumnen noch nicht sichtbar machen in funktionellen Kernspinnen. Es gibt inzwischen auch schon eine Methode, wo diese Technik mit dem infraroten Licht und der Kamera beim Menschen durchgeführt wird, durch die Schädeldecke. Und das absolut Erstaunliche ist, das funktioniert sogar ein bisschen, aber man kann es natürlich, also richtige Bilder kriegt man da nicht, aber man kann feststellen, ob die Aktivierung jetzt irgendwie ein bisschen größer oder weniger groß ist. Auf alle Fälle, was bei diesen Experimenten dann gemacht wurde, um die okulare Dominanz zu messen, ist, dass ein Auge abgedeckt wird und dann wird die Aktivierung gemessen und dann wird das andere Auge abgedeckt und dann wird wieder die Aktivierung gemessen. Es werden ganz viele Bilder gemacht und dann werden die Durchschnitte, die Mittelwerte berechnet von den Bildern, wo das linke Auge offen war und von den Bildern, wo das rechte Auge offen war und dann wird die Differenz gebildet. Und dann findet man ein systematisches Muster, dass es eben Bereiche gibt. Man schaut hier praktisch auf die Hirnoberfläche drauf, in denen das linke Auge dominant ist und andere Bereiche, in denen das rechte Auge dominant ist und Bereiche zwischendrin, die dann nur gleichermaßen aktiviert werden. Und das gibt dann Aufschluss über die Organisation, wie die Neurone im Kortex organisiert sind. Das heißt also, die Neurone, die vom gleichen Auge beliefert werden, sozusagen, die sind an benachbarten Stellen auch im Kortex. Das hört sich jetzt alles so an, also okay, das ist ja gut, das zu wissen, dass die an benachbarten Stellen sind, aber Jubel und Wiesel haben ihren Nobelpreis nicht nur dafür gekriegt,
dass sie herausgefunden haben, wie die rezeptiven Felder von diesen Zellen aussehen, sondern die haben sich auch intensiv mit diesen okularen Dominanzkolumnen beschäftigt und haben festgestellt, dass es dafür eine kritische Periode gibt. Das heißt, wenn diese okularen Dominanzkolumnen nicht in einer bestimmten Phase, so und so viele Monate nach der Geburt, ausgebildet sind, dann bilden sich die nie mehr aus. Und dann kommt es einfach zu massiven Sehstörungen. Und diese Art von Sehstörungen, die Amblyopie, die waren also in den 60er Jahren wirklich auch bei Kindern sehr, sehr weit verbreitet. Und Jubel und Wiesel haben dann festgestellt, dass sie haben ihre Forschung sozusagen übersetzt in augenärztliche Anwendungen, dass man eben bei der Amblyopie oftmals einfach ein Auge unterdrückt wird und eben dadurch es nicht zu der richtigen Kombination der Information aus beiden Augen kommt und dass man das verhindern kann, indem man sozusagen dem Unterdrückten, dem schwächeren Auge eine Chance gibt, sich durchzusetzen, indem man das gesunde Auge abdeckt. Und das wird auch heutzutage noch also sehr weit benutzt. Also von daher hat es auch wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt, um irgendwie so also diese wirklich massiven Sehstörungen zu verhindern. Die Methode des Optical Imaging, der Bildgebung, die lässt sich jetzt auch, kann man natürlich nicht nur jetzt mit beiden Augen machen, sondern man kann es auch mit verschiedenen Orientierungen machen, um sozusagen festzustellen, wie diese Zellen mit bestimmten bevorzugten Orientierungen über das Gehirn, über den visuellen Kortex verteilt sind. Also in dem Fall ist es so, dass einfach Balken mit unterschiedlichen Orientierungen dargeboten werden und überall da, wo die Hirnantwort am größten ist, wenn der Balken vertikal war, die sind hier blau markiert. Und überall, alle Gehirnbereiche, wo die Antwort am größten war, wo der Balken horizontal war, die sind gelb markiert. Ja? Und genauso wurde es mit den anderen Orientierungen gemacht. Und wenn man das macht, dann findet man hier so ganz typische Anordnungen in solchen Windradmustern. Das heißt, diese orientierungsempfindlichen Neurone, die gruppieren sich auch zusammen. Das heißt, Neurone, die benachbart sind im visuellen Kortex, da ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass die gleiche Orientierung bevorzugen. Also es gibt da eine ganz systematische Anordnung. Und diese Anordnung, die ist hier praktisch, kann man sich als eine Art Kolumne, als eine Säule vorstellen. Ja, hier guckt man auch wieder auf den Kortex drauf, so wie vorher, und das sind die unterschiedlichen bevorzugten Orientierungen, das sind die verschiedenen Schichten. Also die Schicht 4 müsste man hier eigentlich weglassen, ja, da gibt es die Orientierungsempfindlichkeit nicht ganz so. Also man müsste sich die oberen Schichten anschauen. Und wenn man die Arbeiten von Jubel und Wiesel zusammenfassen will, dann kann man sagen, dass es praktisch für jeden Ort im Gesichtsfeld oder auf der Netzhaut hier so eine ganze Kolumne gibt, wo jeweils die Information aus dem linken Auge und aus dem rechten Auge verarbeitet wird und für alle möglichen Orientierungen. Ja, also hier, wenn man im auf der Netzhaut praktisch einen Fotorezeptor hat oder eine retinale Ganglienzelle, die also so einen kleinen Bildpunkt signalisiert, da hat man hier jetzt im Gehirn eine ganze Kolumne, einen ganzen Computer, ja, der genau berechnet, was jetzt um dieses Pixel rum passiert, ja, ob, welche Richtung diese Linie hat, wenn da eine Linie gibt. Und da gehen natürlich mehrere retinale Bildpunkte immer ein in diese Berechnungen. Ja. Wenn man eine Linie bestimmen will, dann braucht man mehr als einen Punkt. Aber was es zeigen soll, ist, dass einfach, also es gibt da eine massive Divergenz. Ja. Also im
In der Netzhaut haben wir einen Fotorezeptor und jetzt im Kortex haben wir ganz, ganz viele Neurone, die berechnen, was jetzt da in der Welt zu sehen ist. Und die Organisation im Kortex, im visuellen Kortex, die ist retinotop. Das heißt, Neurone, die im visuellen Kortex nah beieinander sind, die kodieren benachbarte Orte im visuellen Feld. Und zusätzlich haben wir eben noch diese laminare Organisation in Schichten und dann die Organisation in diesen Kolumnen, den Recheneinheiten. Das sind die drei Organisationsprinzipien im visuellen Kortex. Und in den anderen Sinnessystemen, da läuft es ganz genauso ab. Bei den Hautsinnen, da gibt es eine Somatotopie. Und zwar ist es da so, dass Neurone, die im somatosensorischen Kortex nah beieinander sind, die kodieren jetzt benachbarte Punkte auf der Haut irgendwo. Also es ist praktisch die Entsprechung, die Haut ist die Entsprechung von der Netzhaut im Auge. Und im auditorischen System, da ist es ein bisschen interessanter oder anders. Neurone, die im auditorischen Kortex nah beieinander sind, die kodieren jetzt nicht den Raum, sondern die kodieren ähnliche Frequenzen. Das heißt, in der Hörschnecke da ist, und im auditorischen Kortex, da werden die Frequenzen von Tönen kodiert. Und wie man von diesen Frequenzen und von den Tönen dazu kommt, festzustellen, dass irgendjemand was spricht und dass man diese Sprache sogar erkennt und sagen kann, wo im Raum sich die befindet, das ist eine absolut spannende Geschichte, die ich Ihnen im Januar erzählen werde. Okay, was wir jetzt haben, also durch diese Retinotopie, Neurone, die im visuellen Kortex nah beieinander sind, die sind auch im Bild, da ist die Information im Bild nah beieinander, ist im Netz nah beieinander. Das heißt, eigentlich kriegt man dann im Gehirn wieder sowas wie ein Bild. Aber das Bild ist jetzt nicht mehr dazu da, um möglichst originalgetreu zu sein, sondern um möglichst gut sich für Berechnungen zu eignen, um möglichst gut Merkmale extrahieren zu können. Und entsprechend sind die Bilder verzerrt. Und eine dieser Verzerrungen ergibt sich durch die Fovea, die Stelle des schärfsten Sehens. Ja? Also die zentralen 2 Grad, dieser Daumennagel, große Bereich, das ist da, wo die Netzhaut mit den Zapfen voll gepflastert ist. Ganz dicht drängen sich die da. Und damit die Information von diesen vielen Zapfen auch tatsächlich entsprechend auch verarbeitet werden kann, müssen auch im Gehirn da entsprechend viele Neurone da sein. Der Computer muss entsprechend groß sein, um diese Informationen in der Fovea auszuwerten. Und es ist so, dass die Fovea, die zentralen 2 Grad, die sind im Kortex, nehmen im Kortex einen viel, viel größeren Bereich ein. Und die zentralen 10 Grad des Gesichtsfelds, die nehmen ungefähr die Hälfte der Repräsentation in V1 ein. Ja, 10 Grad hört sich jetzt viel an, aber wenn Sie so eine Faust machen, das ist also ein winziger Bereich des gesamten Gesichtsfelds. Und das nimmt die Hälfte des Platzes im Gehirn ein. Ja, daran zeigt sich, dass wir wirklich spezialisiert sind für diesen zentralen Bereich. Und alles, was außen rum ist, das erfinden wir uns dazu. Also nicht ganz. Also es gibt ja noch Zapfen und Ganglienzellen, die die Peripherie abdecken. Aber ich habe Ihnen letztes Mal auch dieses Video gezeigt mit den verzerrten Gesichtern. Also da ist schon auch viel Konstruktion mit dabei. Das hier zeigt Ihnen so ungefähr, wie man sich so ein Bild im Kortex vorstellen kann. Ja, hier haben Sie das Bild, hier haben Sie den visuellen Kortex und hier ist einfach mal eine Schicht rausgenommen, diese schwarz-weiße hier, und da sieht man das Bild und da sehen Sie hier, dass da, wo fixiert wird, da wo das, was in die Fovea abgebildet wird, das ist jetzt hier im primären visuellen Kortex riesengroß. Ja, und alles, was
außenrum ist, wird ganz winzig. Aber Sie müssen sich immer vor Augen halten, es gibt niemanden im Gehirn, der sich diese Bilder ansieht. Ja? Das ist die Bilder sollen nur verdeutlichen, wie die Auswertungsprozesse ablaufen, die da stattfinden. Ja? Und das heißt hier einfach, dass einfach die foveale Information ganz besonders intensiv und genau ausgewertet wird. Hier sehen Sie nochmal diese Divergenz und Konvergenz in der Fovea und in der Peripherie des Gesichtsfelds. Ja? Also in der Fovea haben wir praktisch drei Stufen der Vergrößerung. Es gibt drei Faktoren, die tragen dazu bei, dass wir in der Fovea so gut Dinge erkennen können. Das ist zum einen, da sind ganz, ganz viele Zapfenfotorezeptoren. Die sind da ganz dicht gedrängt. Dann wird die Information von diesen Zapfenfotorezeptoren auf relativ viele retinale Ganglienzellen verschaltet. Es ist sogar so, dass jeder Zapfe in der Fovea die Information auf zwei Ganglienzellen weiterleitet, die praktisch nur im Zentrum ihres rezeptiven Felds diesen einzelnen Zapfen haben. Und dann natürlich wird die Information dann im Gehirn von ganz, ganz vielen Neuronen im visuellen Kortex verarbeitet. In der Peripherie, da sind die Fotorezeptoren viel weiter auseinander. Und es ist so, dass eine Ganglienzelle Informationen von vielen Fotorezeptoren erhält. Und es gibt dann auch im visuellen Kortex entsprechend weniger Neurone, die diese periphere Information verarbeiten. Es gibt insgesamt also 6 Millionen Zapfen über die ganze Netzhaut verteilt. Es gibt aber nur 1 Million Ganglienzellen. Ja? Also da findet eine Konvergenz statt, wobei der zentrale Bereich, der foveale Bereich von dieser Konvergenz ausgenommen ist. Und dann zu diesen 1 Million Ganglienzellen gibt es 250 Millionen Neurone in V1. Das heißt, da divergiert es. Und in V1, da ist dann auch genügend Platz dafür, diese ganzen Neurone. Da muss ausgewertet werden, da muss ganz viel Rechenpower reingesteckt werden und das wird auch gemacht. Okay, um jetzt die Informationsverarbeitung in V1 zusammenzufassen, also im primären visuellen Kortex wird die Verarbeitung zunehmend komplizierter. Es gibt einfache, komplexe und hyperkomplexe Zellen. Die Repräsentation der Fovea nimmt einen riesigen Bereich ein und V1 ist laminar, retinotop und kolumnär organisiert. Und wir haben jetzt hier in V1 die Ecken und die Kanten extrahiert von den Bildern, aber nicht mehr. Wir haben noch keine Objekte erkannt und auch sonst noch nichts gemacht. Wie geht es jetzt weiter? Es kommt die nächste Folge. Nach diesem Cliffhanger. Okay, also es findet spezifische, zielgerichtete Auswertung statt, aber wie können wir jetzt überhaupt rausfinden, was in diesen ganzen anderen Bereichen passiert? Und der Erste, der sich damit beschäftigt hat, wie das Gehirn als Ganze so organisiert sein könnte, vielleicht war er nicht der Erste, aber der Erste, der sich extrem erfolgreich damit beschäftigt hat, das war ein Mann, dessen Namen Sie vielleicht schon gehört haben, nämlich der Corbinian Brodmann. Und der hat in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft für Hirnforschung gearbeitet. Und er war nicht der Direktor davon, sondern der musste irgendwie machen, was der Direktor ihm gesagt hat. Und der Direktor, der hat natürlich selber sich die spannenden Sachen angeguckt und hat dem Brodmann gesagt, er soll jetzt mal unter dem Mikroskop stundenlang, tagelang, wochenlang sich ansehen, ob er da Unterschiede sieht in bestimmten Hirnbereichen. Und der Brodmann hatte sehr, sehr sorgfältig gemacht und hat tatsächlich herausgefunden, dass wenn er im Mikroskop sich diese verschiedenen Bereiche des Gehirns ansieht, dass es da Unterschiede gibt. Ja, ich habe vorher schon das Bild gezeigt vom visuellen Kortex mit diesen 6 Schichten und wenn dann der Übergang stattfindet, also dieser visuelle Kortex ist hier, und hier, wenn man dann weiter vorgeht,
dann sieht das Hirn irgendwie anders aus. Und der Brodmann hat diese relativ einheitlichen Flächen dann immer gekennzeichnet und hat die Grenzen eingetragen und hat den Arealen dann Nummern gegeben. Ja, der primäre visuelle Kortex, das ist die Area 17 nach Brodmann, der sekundäre visuelle Kortex ist die Area 18 und so weiter und so fort. Und er hat damit praktisch die erste Landkarte des Gehirns erstellt. Und der die Landkarte macht, der wird immer ganz berühmt. Und darum kennen heutzutage alle Leute den Brodmann, aber keiner weiß mehr, wer da der Direktor von dem Institut damals war. Aber natürlich hilft uns das nur begrenzt weiter, dass wir jetzt wissen, okay, es gibt unterschiedliche Areale. Ja, der Kortex ist nicht überall gleich. Und ähnliche Untersuchungen wie Brodmann haben mit neueren und noch moderneren Methoden an Versuchstieren, an Affen, das ist hier ein Affengehirn, in den 80er, oder also dann auch schon beginnend mit Jubel und Wiesel, ganz viele Forscher gemacht und konnten dann auch ganz, ganz viele Areale, unterschiedliche Areale kennzeichnen. Und das Interessante, also hier sieht man, ist natürlich hier die Netzhaut, dann geht der Sehnerv, dann haben wir hier den Thalamus und dann geht es hier V1. V1 ist riesengroß. Ja. V2 ist auch riesengroß, ist praktisch genauso groß wie V1 hier. Und dann gibt es ganz, ganz viele so kleinere Areale. Und da wird es dann ziemlich unübersichtlich. Aber was man hier schon weiß, ist, was man hier schon sieht, das sind alles Areale, die sich irgendwie mit visuellen Reizen stimulieren lassen. Ja. Das heißt, die visuelle Information nimmt praktisch so das halbe Affenhirn ein. Und da wir auch mehr oder weniger Affen sind, ist es bei uns wahrscheinlich ähnlich groß. Das sind jetzt nicht Areale, die nur auf visuelle Informationen ansprechen, aber die sprechen auch auf visuelle Informationen an. Jetzt haben wir sozusagen eine Weltkarte, wo die ganzen Länder eingezeichnet sind. Der nächste Schritt, den man auch noch rein anatomisch machen kann, ist, sich die Verbindungen zwischen diesen Arealen anzusehen. Dazu kann man bestimmte chemische Marker, bestimmte Stoffe in ein bestimmtes Areal initiieren und sich dann angucken, in welchen anderen Bereichen die landen, wenn die Neurone aktiv werden. Und das Ergebnis dieser ganzen Untersuchungen ist diese Karte. Und diese Karte ist ganz, ganz berühmt geworden, aus dem einfachen Grund, weil sie so unübersichtlich ist. Ja? Und die zeigt einfach, die Anatomen, die Karte erstellt haben, die waren natürlich stolz drauf. Und die haben gedacht, okay, das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Aber ich glaube, allen anderen Forschern hat es gezeigt, dass man so auf die Art und Weise nicht unbedingt weiterkommt. Ja, es sieht so aus, als ob alles mit allem verbunden ist. Hier, was sich so ein bisschen zeigen lässt, ist, dass es Bereiche gibt, hier auf der Seite, die sind intensiver miteinander verbunden und Areale hier auf der Seite sind intensiver miteinander verbunden. Aber ansonsten ist es ein ziemliches Durcheinander. Das Durcheinander kommt aber auch zum Teil daher, weil hier alle Kästchen einfach gleich groß sind und alle Linien gleich dick sind. Wenn man die Karte ein bisschen einfacher macht und so modifiziert, dass die Größe der Kästchen der Größe dieser Hirnareale entspricht und die Dicke der Linien der Dicke der Verbindungen, dann sieht die Karte schon deutlich anders aus. Und was man dann vor allen Dingen wieder sieht, schon wie bei dem Affengehirn, das ich vorher gezeigt habe, V1 ist riesengroß, V2 ist riesengroß und hier gibt es noch einen Bereich V4, der ist auch ziemlich groß und alles andere ist eher ziemlich klein. Das Interessante ist auch, V1 und V2 sind ganz intensiv miteinander verbunden. Das Problem, das die Forschung noch hat, ist, man weiß nicht so genau, inwieweit
worin sich V2 von V1 unterscheidet. Also V1 wurde ja schon von Jubel und Wiesel ganz intensiv gekennzeichnet und mit V2 haben sich auch viele Leute beschäftigt und was sie da eigentlich immer gefunden haben, ist, dass die Neuronen in V2, die sind eigentlich ziemlich ähnlich wie die in V1. Man hat ein paar Unterschiede gefunden, aber die sind eher schon sehr detailliert. Und die große Frage, die immer noch nicht gelöst ist, ist einfach, was jetzt V2 macht, was nicht V1 schon gemacht hat und warum jetzt hier so ein riesiger Bereich da ist, wo man einfach noch nicht so recht weiß, was da passiert. V4 hier ist relativ groß, hier sind kleinere Bereiche, aber der Unterschied hier zwischen dem Bereich, der vorher auf der rechten Seite war, jetzt ist er hier drunter, das ist so eher sind so eher die temporalen Bereiche, also hier im Schläfenlappen. Und hier, das sind diese parietalen Bereiche im Scheitellappen. Was interessant ist zum Beispiel, ist, dass also in dem Areal MT, da werden wir uns noch intensiv mit beschäftigen, wenn es um Bewegungswahrnehmung geht, da sind fast alle Neuronen in MT sind bewegungsempfindlich. Und daraus wird abgeleitet, okay, wenn da alle Neuronen empfindlich für die Bewegungsrichtung sind, dann ist wahrscheinlich das Areal, das unserer Bewegungswahrnehmung unterliegt. Das Areal MT macht das Bewegungssehen. Wenn man sich allerdings V4 genauer ansieht, in V4 sind nur ungefähr 10% der Neuronen empfindlich für Bewegungsrichtung. Und dann 10%, das sind dann nur so wenige. V4 hat wahrscheinlich nichts mit Bewegung zu tun. Aber die 10% der Neuronen in V4, das sind genauso viele Neuronen wie 100% der Neuronen in MT. Ja. Von daher ist es schwierig, aus so den Eigenschaften der Neurone in einem bestimmten Areal wirklich Schlussfolgerungen zu ziehen, was in dem Areal so eigentlich gemacht wird, welche Merkmale da extrahiert werden. Was man sagen kann, und ich werde darauf zurückkommen, dass also die Neurone in den Arealen hier, die scheinen ziemlich viel mit Objekterkennung zu tun zu haben, weil hier gibt es also schon Neurone, die reagieren auf Gesichter oder auf relativ komplexe Objekte. Und das große Problem ist, dass hier in V1 und V2, da weiß man, da reagieren die Neurone auf Kanten und Ecken und hier reagieren sie auf Objekte, aber wie kommt man, welche Berechnungen finden hier entlang dieser Straßen statt? Ja, da muss irgendwas berechnet werden, aber man hat keine Ahnung, was. Hier, da ist klar, in den Bereichen hier, da geht es viel um Bewegung und auch um die Steuerung von Blickbewegungen zum Beispiel oder von Arm-Handbewegungen. Und die Neurone in diesen Arealen, die reagieren zum Teil auf visuelle Reize, wenn irgendwas in das rezeptive Feld kommt, zum Teil aber auch, wenn eine Bewegung initiiert wird. Das heißt, da wird sozusagen die Brücke hergestellt zwischen dem sensorischen Teil und der Motorik. Wichtig ist auch, dass diese Bahnen hier, ja, das sind keine Einbahnstraßen, sondern die gehen in beide Richtungen. Die Projektion von V1 nach V4, da gibt es genauso Neurone, die zurückprojizieren von V4 nach V1. Genauso wie ich schon erzählt habe im Thalamus. Und die Frage ist, was jetzt da so gemacht wird mit diesen Rückprojektionen. Zum Teil kann man sich so vorstellen, dass in V1 noch relativ einfache Auswertungen stattfinden und irgendwann hier in den höheren Arealen, da wird es dann klar, was jetzt eigentlich zu sehen ist. Und wenn dann sich das visuelle System für eine von vielen Hypothesen entschieden hat, dann wird diese Information wieder zurückgeschickt und das Feuerverhalten in den frühen Arealen passt sich entsprechend an. Also diese kortikale Verbindungen zwischen Neuronen, ja, so ein Axon, das ist eine Einbahnstraße. Aber die Verbindungen zwischen den Arealen,
die gehen in beide Richtungen. Es gibt Neurone, die schicken ihre Axone in die Richtung und andere schicken sie in die Gegenrichtung. Und die Verbindungen vom Kortex zu den früheren Bereichen, also zum Beispiel von V1 zum Thalamus, zum TGL, die dienen vermutlich in erster Linie zur Aufmerksamkeitsregulierung. Wir haben ja schon gesehen, dass nicht alles, was ins Auge gelangt, wirklich bewusst wahrgenommen wird. Und viele von Ihnen haben diesen Gorilla, der da durchs Bild lief, nicht gesehen. Und unter bestimmten Bedingungen kann man auch zum Beispiel größere Veränderungen im Bild nicht erkennen. Das heißt, diesen Eindruck, den wir haben, dass wir unsere Umwelt zur Gänze wahrnehmen und praktisch so ein inneres Bild unserer Umwelt immer vor Augen haben, der könnte einfach nur eine Täuschung sein, weil ja die Information, die vor uns ist, immer da ist. Ja? Und wenn wir irgendwie wissen wollen, was wo ist, dann gucken wir halt dahin. Und das ist hier illustriert, also nämlich die Tatsache, dass man nicht so empfindlich ist für solche Veränderungen. Hier sehen Sie zwei Bilder, zwischen denen wird immer hin und her geblendet und im Wechsel, da wurden eine ziemlich große Veränderung an dem Bild durchgeführt. Aber die sieht man nicht so leicht. Also wenn Sie da lange genug hingucken und vielleicht sogar einfach wirklich das Bild durchgehen, Position für Position, dann werden Sie irgendwann sehen, dass hier diese Düse auftaucht und wieder verschwindet. Ja? Und also dieser kurze Sprung dazwischen drin, der ist da, damit ihm da keine Transiente entsteht, dann wäre die Aufgabe sehr, sehr einfach. Aber das heißt, diese sogenannte Change Blindness zeigt einfach, dass wir eben nicht diese super exakte Repräsentation der Umwelt in unserem Kopf haben, sondern dass die eigentlich sehr, sehr rudimentär ist, sich dann zwar langsam aufbauen kann, wenn man irgendwie ein Bild für 30 Sekunden und länger sieht, aber bei kurzer Betrachtung ist es nicht vorhanden. Bei diesen Bildern, wenn da ein Flugzeug ist, dann ist meistens so ein Triebwerk, das da auftaucht. Ich zeige Ihnen hier jetzt noch so ein Bild. Das ist extrem schwierig, da die Veränderung zu sehen. Hat es jemand gesehen? Ja. Also ist die Farbe der Hose hier auf der Seite. Also die Aufmerksamkeit ist sehr, sehr wichtig, um solche Sachen zu erkennen. Und über Aufmerksamkeit hören Sie dann im Dezember was. Jetzt gehen wir aber über vom primären visuellen Kortex zu diesen extraseriellen Arealen, diesen ganzen anderen Arealen, diesen kleinen Dingen da auf der Landkarte. Und wir haben schon gesehen, also es lassen sich viele Areale unterscheiden aufgrund der anatomischen und funktionellen Eigenschaften, aber die Frage ist, gibt es jetzt irgendein fundamentales Organisationsprinzip dieser extraseriellen visuellen Areale? Und ich will Ihnen drei Hypothesen, drei Theorien vorstellen, die im Laufe der letzten 50 Jahre so auf den Tisch kamen. Und all diese Theorien sind jetzt nicht hundertprozentig richtig, aber an jeder ist irgendwie so ein paar Funken Wahrheit dran. Und zwar sind es zum einen die Theorie, dass dieser Magno-Pavo-Strom, der von der Netzhaut zum visuellen Kortex geht, sich einfach durch den ganzen visuellen Kortex so weiter durchzieht. Das zweite ist, dass es praktisch einen Bereich gibt, der sich eher mit der Frage nach dem Was beschäftigt, also welche Objekte zu sehen sind, und einen anderen Bereich, wo es eher darum geht, wo diese Objekte sind. Und eine Modifikation von diesem Was und Wo ist dann die Hypothese, dass es praktisch zwei
Ströme, zwei große Bereiche gibt, die Wahrnehmung machen, aber die eine Wahrnehmung ist praktisch für unser bewusstes Erleben und die andere Wahrnehmung ist dafür, um unsere Handlungen zu steuern. Und die Frage ist natürlich dann auch wieder, wie arbeiten diese zwei Systeme zusammen, ja? Und kommen die immer zum gleichen Ergebnis? Aber jetzt will ich erstmal zunächst diese Theorie der magno- und parvozellulären Verarbeitung darstellen, die irgendwie auch davon ausgeht, dass diese Bereiche einfach durchweg segregiert voneinander sind. Und nachdem diese magno- und parvozellulären Neurone in der Netzhaut und im Thalamus so ganz klar und deutlich voneinander unterschieden werden konnten, haben Forscher gefunden, dass V1 auch nicht so homogen ist, wie man sich's gedacht hat, sondern dass wenn man den visuellen Kortex mit einem bestimmten Enzym, das ist ein mitochondrisches Enzym namens Cytochrom-Oxidase, anfärbt, mitochondrisch heißt einfach, dass die Anfärbung stärker wird, desto stärker die Neurone dort feuern. Die Mitochondrien sind ja die Energieproduzenten der Zellen. Wenn man das macht, dann findet man, dass dann der Kortex so gefleckt wird wie hier. Und diese Flecken heißen auf Englisch einfach Blobs. Und die Frage war dann, ob die Neurone, die sich jetzt hier in diesen Blobs befinden, irgendwie andere funktionellen Eigenschaften haben, als wie die Neurone, die zwischen den Blobs sich befinden. Im sekundären visuellen Kortex hat man auch gefunden, dass es da Unterschiede gab, wenn man mit diesem Cytochrom-Oxidase den Kortex eingefärbt hat. Da gab es Streifen, ja, und zwar so dicke Streifen und dann gab es Zwischenstreifen und dann dünnere Streifen. Und in der Folgezeit haben sich Forscher eben ganz, ganz intensiv die Eigenschaften von den Neuronen in diesen verschiedenen Bereichen, in den Blobs, zwischen den Blobs, in den Streifen, zwischen den Streifen angesehen. Und das waren hauptsächlich der David Jubel, der schon den Nobelpreis hatte für seine früheren Arbeiten, und seine Kollegin Margaret Livingston. Und die Theorie ist hier so dargestellt. Also in der Netzhaut haben wir schon gesehen, da gibt es diese unterschiedlichen Ganglienzellen, die magnozellulären Neurone, schnell, farbenblind, hohe Kontrastempfindlichkeit, niedrige räumliche Auflösung. Und die parvozellulären Neurone, farbempfindlich, langsam, geringe Kontrastempfindlichkeit, hohe Auflösung muss das hier heißen. Das ist ein Fehler, das haben wir jetzt gerade gesehen. Und im Thalamus, da haben wir ja gesehen, da sind die Bereiche getrennt. Die magnozellulären Schichten sind die beiden untersten und die parvozellulären sind die vier Schichten, die eigentlich drüber liegen. Und die Jubel und Livingston haben dann postuliert, dass die Information hier praktisch weiterhin getrennt bleibt und dass die magnozellulären Neurone hier praktisch über einen dieser Pfadwege, die ihre Information in das Areal MT schicken, das wirklich nur damit beschäftigt ist, hier Informationen über Bewegung auszuwerten. Und die parvozellulären Neurone hier zum Beispiel die Informationen über Farbe weiterleiten, sodass hier also die Neurone in den Blobs bevorzugt sich für Farbe interessieren und dann diese Informationen extrahieren und dann über die dünnen Streifen in V2 in das Areal V4 weiterleiten, sodass V4 das Farbareal ist und MT das Bewegungsareal. Das war natürlich am Anfang sehr überzeugend, vor allen Dingen, wenn ein Nobelpreisträger sowas sagt, aber genauere Untersuchungen haben dann gezeigt, dass es eigentlich so nicht aufrecht zu erhalten ist. Und zwar ist zum einen schon mal, dass die Information über Form, also Farbe ist natürlich wichtig und Bewegung ist wichtig, aber eigentlich ist das Wichtigste, was wir sehen, ja, welche Objekte. Und das ist hier, das kommt hier eigentlich gar nicht vor. Das Problem wurde sozusagen aufgeschoben.
Und das zweite Problem ist, dass uns natürlich diese Pfadwege nur sagen, wo irgendwelche Verarbeitungsschritte stattfinden, aber nicht, was da eigentlich berechnet wird. Ja? Also über Farbinformation, okay, da die Neurone sind für Farbe empfindlich, aber was wird da eigentlich berechnet, was wird da gemacht, das kommt in dem Schema nicht vor. Aber das größte Problem dieser Theorie war, dass diese Trennung zwischen magno- und parvozellulären Bereichen einfach nicht so aufrechterhalten werden kann. Ja? Also Forscher haben sich dann die Neurone in V1 angeguckt, also in diesen Schichten hier, und haben dann festgestellt, dass eben Neurone, die jetzt für Farbe empfindlich sind, oftmals eben auch für Orientierung empfindlich sind, dass die für Bewegung empfindlich sind, auch für andere Sachen empfindlich sein können. Das heißt, diese Trennung, die ist nicht so streng, wie sich Jubel und Livingston gedacht haben. Hier ist zum Beispiel das Ergebnis einer Übersicht, wenn man im sekundären visuellen Kortex, also in V2, sich diese verschiedenen Bereiche ansieht. Ich habe gesagt, da gibt es diese Streifenmuster, die dicken Streifen, die dünnen Streifen und die dazwischenliegenden Streifen. Und zum Beispiel Farbe wird nach Jubel und Livingston nur in den dünnen Streifen verarbeitet, von Neuronen, die in diesen dünnen Streifen sich befinden. Das heißt, wenn man sich die Empfindlichkeit für Farbe ansieht, dann sollte man hier bei den dünnen Streifen 100% haben und bei den dicken und Zwischenstreifen 0%. Das ist nicht der Fall. Es ist auch nicht der Fall, dass hier das überall gleich ist. Ja, es gibt schon eine kleine Präferenz für die Farbverarbeitung in den dünnen Streifen, aber es ist halt nicht so deutlich getrennt. Darum sage ich auch, es ist sicherlich ein Funken Wahrheit dran, aber eben es erklärt die Verarbeitung nicht zur Gänze. Also es erklärt die Verarbeitung selber, also die Rechenschritte eigentlich gar nicht, sondern es geht nur um die Lokalisation hier. Ja. Das heißt, und deshalb ist diese Segregationshypothese, die gilt inzwischen eigentlich als deutlich widerlegt. Das heißt, die aus den magno- und parvozellulären Bereichen des CGL stammende Information, die wir bereits in V1 anatomisch durchmischt. Also in der Schicht 4, da ist sie noch getrennt, aber dann in den oberen Schichten wird sie durchmischt. Die funktionellen Unterschiede der Neurone sind eher gering. Und man kann, das habe ich vorher schon illustriert an dem Beispiel von V4, eigentlich diesen unterschiedlichen Kortexarealen keine Funktion eindeutig zuordnen. Ja? Also in V4 sind zwar nur 10% der Neurone empfindlich für Bewegungsrichtung, aber das sind immer noch ziemlich viele Neurone und die werden durchaus oder können durchaus auch zu unserem Bewegungssehen beitragen. Eine andere Theorie ist hier illustriert und zwar wurde die aufgestellt von Leslie Angerleiter und Mortimer Mishkin 1982 und die haben Untersuchungen durchgeführt, auch mit Versuchstieren, und zwar Läsionsstudien. Da wurden bestimmte Bereiche im visuellen Kortex von den Versuchstieren experimentell zerstört und dann wurde geguckt, wie sich das auswirkt auf das Verhalten von diesen Versuchstieren. Und die Versuchstiere wurden mit zwei verschiedenen Aufgaben getestet. Das eine ist eine Landmarkenunterscheidung, da mussten die Versuchstiere lernen. Also den Versuchstieren wurden immer zwei mögliche Futterquellen vorgeführt, ja. Das ist hier das links und rechts. Und unter einer dieser beiden Abdeckungen befindet sich Futter. Und zwar ist es die Futterquelle, da wo diese Landmarke, dieser Würfel näher dran ist. Und das soll das Versuchstier lernen. Dann werden Sie sagen, ja, das ist ja total einfach. Aber Affen sind nicht so schlau wie wir Menschen. Die brauchen da ziemlich lang, die brauchen da Monate, bis sie diese Aufgaben gelernt haben. Und was Angerleiter und Mishkin festgestellt haben, war, dass wenn die Affen Läsionen hatten hier im Parietalbereich, dann konnten sie diese Landmarkenunterscheidung nicht erlernen. Das ging einfach nicht. Und
Aber was die Versuchstiere konnten, die diese Läsionen im Parietalbereich hatten, war immer noch die Objektunterscheidung. Und bei der Objektunterscheidung, da wurde den Tieren ein Objekt gezeigt, eines von den beiden hier. Und dann wurden die zwei Objekte gezeigt und das Versuchstier musste dann dasjenige, das Futter war unter demjenigen Objekt, das neu war, das es vorher noch nicht gesehen hatte. Und wie gesagt, also diese Versuchstiere mit den Läsionen im Parietalbereich, die konnten die Objektunterscheidung erlernen, nicht aber die Landmarkenunterscheidung. Und die Versuchstiere, die Läsionen hatten hier im temporalen Bereich, temporalen Kortexbereich, die konnten die Objektunterscheidung nicht erlernen, aber die Landmarkenunterscheidung schon. Das heißt, wir haben hier so eine doppelte Dissoziation und das weist darauf hin, dass eben diese Bereiche des Gehirns eher für die räumliche Lokalisation, also für das Wo, zuständig sind und die Bereiche hier im temporalen Bereich eher für das Was, also für die Objekterkennung. Und ähnliche, also diese Befunde, die wurden inzwischen auch unterstützt durch Befunde aus der funktionellen Kernspintomographie bei Menschen. Da findet sich eine verstärkte Aktivierung bei Lokalisationsaufgaben im Parietalbereich und bei Objekterkennungsaufgaben im temporalen Kortexbereich. Und die Ergebnisse stimmen eigentlich mit dem überein, was man aufgrund von ganz vielen Patientenuntersuchungen weiß. Und diese ganz vielen Patientenuntersuchungen, die wurden hauptsächlich, also nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es ganz, ganz viele Patienten mit Schussverletzungen im Gehirn. Und was sich da gezeigt hat, war, dass bei vielen Schädigungen im Parietalkortex zu Störungen der räumlichen Orientierung geführt haben. Zum Beispiel eine solche Schädigung ist der Neglect, wo der visuelle Kortex eigentlich noch vollkommen intakt ist, aber die Personen trotzdem einfach die linke Seite des Gesichtsfelds vernachlässigen, so als ob die nicht da wäre. Während Schädigungen im infrarotemporalen Kortex dabei Patienten eher zu Agnosien führen, also zu Erkennungsstörungen. Dass einfach Objekte nicht mehr erkannt und benannt werden können. Also es gibt ziemlich viel, was für diese Theorie spricht. Und die Theorie wird dann noch erweitert und ausgebaut von Mel Goodell und David Milner. Und die haben 1992 Buch geschrieben mit der Hypothese, dass es einfach praktisch zwei Ströme gibt, von denen der eine eher für die Handlungssteuerung, also dieser Wo-Strom von Angelade und Mischkin, da wurde dann gesagt, ja, diese Wo-Frage, die ist eigentlich hauptsächlich interessant dafür, wenn man mit den Objekten interagieren will, ja, wenn man Handlungen ausführen will. Und dieser Handlungsstrom, also der dorsale Pfad, der soll dann einfach laut der Theorie die Eigenschaften ausweisen, also dass die Kodierung hauptsächlich egozentrisch ist. Ja? Also wenn es darum geht, wo sich Objekte in der Welt befinden, dann ist es egal, wenn ich das Glas ergreifen will, ist es egal für mich, wo sich das Glas relativ zum Laptop und zum Mikrofon befindet, sondern ich will wissen, wo sich es relativ zu meiner Hand befindet. Ja? Das heißt, es wird egozentrisch kodiert. Das ganze System ist ziemlich schnell, weil ich solche Bewegungen eben in der Regel sehr schnell ausführen müsste. Jetzt das Glas wird nicht weglaufen, aber im Laufe der Evolution waren es oftmals Dinge, die Beine hatten. Und man braucht kein Gedächtnis dazu. Ja? Das Objekt ist irgendwo und ich ergreife es, ich muss es nicht merken. Während für den ventralen Pfad, der laut Milner und Goodell eher der bewussten Wahrnehmung unterliegt, da geht es darum, Objekte zu erkennen. Und da ist es wichtig, diese Objekte relativ zu anderen Objekten zu sehen. Und zwar aus unterschiedlichen Standpunkten und Gesichtspunkten. Das heißt, es muss ein sehr flexibles System sein, ja, damit ich das Objekt immer
wieder erkennen kann, ganz egal, wie das Bild jetzt auf der Netzhaut aussieht. Das heißt, man hat ein flexibles, langes Zusammensystem, das mit dem Langzeitgedächtnis verbunden ist und vor allen Dingen das mit in unser Bewusstsein eingeht. Wir nehmen unsere Objekte bewusst wahr. Und natürlich haben sich Milner und Gödel das nicht irgendwie einfach so aus den Fingern gesaugt, sondern die haben, diese waren Neuropsychologen, das heißt, die haben ganz viele Patienten untersucht und die haben diese Theorie aufgrund dieser Patientenuntersuchungen postuliert. Und genauer gesagt hatten sie zwei Patientinnen, die auch so eine doppelte Dissoziation wie diese Versuchstiere von Mischkin und Angerleider aufwiesen. Die Patientin DF, das war zu dem Zeitpunkt eine 35-jährige Frau, die eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitt. Das heißt, die hat sich geduscht und der Boiler war defekt und als nächstes ist sie im Krankenhaus aufgewacht. Die Auswirkungen davon sind, dass also in der Wahrnehmung die Patientin DF, also eine Agnosie aufweist, also die kann bestimmte visuelle Formen nicht unterscheiden. Ja, zum Beispiel diese Formen hier, die kann sie eigentlich nicht so beschreiben und auseinanderhalten. Das Interessante ist aber, dass wenn man die Patientin DF darum bittet, diese Formen zu ergreifen, dann macht sie das genauso wie gesunde Probanden, also hier und greift die sozusagen an den richtigen Stellen. An den Stellen, sodass eben der Griff fest ist und das Objekt nicht runterfällt. Die Patientin RV, die hatte einen, mehrere Hirnschläge und bilaterale Läsionen und die hatte eine sogenannte optische Ataxie, die kann diese Formen nicht richtig ergreifen, aber die kann sie noch unterscheiden in der Wahrnehmung. Hier ist mal dargestellt, wie sich diese optische Ataxie der Patientin RV auswirkt in einer bestimmten Aufgabe, wo es darum geht, entweder ein Objekt, also ein längliches Objekt, meinetwegen einen Umschlag in einen Briefschlitz zu schmeißen oder einfach nur die Hand da reinzustecken. Ja. Und eine Kontrollperson, die kann das natürlich sehr gut, also ganz egal, wie dieser Schlitz orientiert ist, also richtet einfach die Hand immer richtig aus. Während die Patientin RV eben manchmal, da ist die Orientierung falsch oder die Position falsch, die kann das nicht so richtig. Während die andere Patientin DF, die ja diese Probleme hatte in der Wahrnehmung, wenn man der so einen Briefschlitz zeigt und sie fragt, ob der jetzt horizontal oder vertikal orientiert ist, das kann sie nicht sagen. Aber wenn man ihr Umschlag gibt und die den da reinstecken soll, dann macht die das richtig. Also in der Wahrnehmungsurteilen kann die DF die Orientierung nicht angeben, aber in der Handlung, die funktioniert. Und Kontrollpersonen können das natürlich immer. Das heißt also, bei DF ist die Wahrnehmung schlecht, die Handlung gut, bei RV ist die Handlung schlecht und die Wahrnehmung gut. Das heißt genau umgekehrt. Und Milner und Gödel sagen, dass die Läsionen dieser beiden Patientinnen eben eher zum einen eher in dem ventralen Bereich liegen und zum anderen eher in dem dorsalen Bereich. Und dass es eben deswegen diese Theorie unterstützt. Das Problem, das sich so ein bisschen ergibt, ist, dass die Patientin RV, von der gesagt wird, dass sie wahrnehmungsmäßig diese Formen erkennen kann, die kann die Formen erkennen, aber nur eben so überzufällig, aber bei weitem schlechter als wie eine gesunde Kontrollperson. Und die Läsionen von DF und RV, die sind ziemlich groß und unspezifisch, also die decken auch Bereiche von V2 mit ab. Und die korrespondieren eben jetzt nicht einfach mit dem dorsalen und dem ventralen Strom, das ist ein bisschen komplizierter. Und das
größte Problem ist aber wahrscheinlich bei der Interpretation dieser Ergebnisse, dass es sich um Patientinnen handelt und nicht um gesunde Probanden, weil im geschädigten Gehirn einfach oftmals andere Hirnbereiche dann bestimmte Aufgaben übernehmen können. Ja? Und das Gehirn sich plastisch neu organisieren kann. Und von daher wäre es eben jetzt wirklich ganz toll, wenn man diese Dissoziation zwischen Wahrnehmung und Handlung auch an gesunden Probanden zeigen könnte. Und genau das haben Mel Goodell und Kollegen 1995 gemacht. Genauer gesagt, sie haben gesagt, sie haben es gemacht. Und zwar haben die Probanden untersucht, die mussten nach diesen Scheiben hier, diesen Kreisen hier in der Mitte, das wurde dann so dargeboten und die mussten danach greifen. Und wenn man sich diese Kreise ansieht, dann sieht es so aus, dass der linke von den kleinen Kreisen umgebene Kreis größer ist als wie der rechte, der von den großen umgeben ist. Die sind aber in Wirklichkeit gleich groß. Diese Kontrastillusion, die induziert also praktisch eine Wahrnehmungstäuschung. Wenn aber jetzt die Probanden danach greifen, dann gab es laut Mel Goodell und Kollegen keine Illusion. Jetzt werden sie sagen, okay, wir greifen, wie messe ich jetzt das, ob da eine Illusion da ist oder nicht? Ja, man misst die Öffnung von Daumen und Zeigefinger. Und natürlich, wenn ich das Objekt ergreife, ja, und die Kreise gleich groß sind, dann ist die Öffnung von Daumen und Zeigefinger natürlich auch gleich groß. Das ist trivial. Das Interessante an diesen Greifbewegungen ist, dass wenn wir ein Objekt sehen und danach greifen wollen, dann schicken wir sozusagen die Hand los und auf dem Weg dorthin öffnen sich Daumen und Zeigefinger. Die Öffnung wird immer größer und dann wird sie wieder kleiner. Das heißt, an einem Punkt unterwegs hat man eine maximale Öffnung von Daumen und Zeigefinger. Und diese maximale Öffnung, von der wurde gezeigt, dass die proportional zur Größe der Objekte ist. Das heißt, diese maximale Grifföffnung, die eben passiert lange bevor, bevor man den Kontakt mit dem Objekt hat, die ist sozusagen, kann dienen als eine Art Schätzung des visuellen Systems für die Objektgröße. Und da kann man eben dann gucken, ob für diese maximale Grifföffnung auch diese Illusion auftritt. Das heißt, ob die Finger größer geöffnet werden, wenn man diese klein aussehende Scheibe greift oder wenn man diese groß aussehende Scheibe greift. Und was Goodell und Kollegen da postuliert haben im Titel des Artikels, war Size Contrast Illusions Deceive the Eye, but not the Hand. Das war der Titel. Und in der Publikation selber, da kam aber auch ein signifikanter Effekt raus für die für die Grifföffnung beim Greifen. Also die Illusion fand sich auch beim Greifen. Also das ist, von daher ist es eine Metatäuschung, nämlich eine Täuschung des Lesers. Aber der Effekt war in der Studie deutlich kleiner als der Wahrnehmungseffekt. Seit, also 1995 gab es aber dann also wirklich hunderte von Studien, die daran gearbeitet haben. Und in unserer Abteilung haben wir auch daran geforscht. Und die Größe dieser Effekte, die variiert enorm. Und die hängt wirklich ganz von den exakten Versuchsbedingungen ab. Und ich glaube, wenn man irgendwas daraus folgern kann, ist, dass dieser Vergleich zwischen Wahrnehmung und Handlung, der direkte Vergleich, einfach wahnsinnig schwierig ist und dass man den eigentlich so nicht machen kann. In den Studien, die jetzt nicht von dem Mel Goodell gemacht wurden und von seinen Mitarbeitern, da findet sich in der Regel eigentlich immer ein Effekt der von solchen Täuschungen auch auf die Handlung. Ich glaube, wenn man alles so zusammenfassen will, ist, dass also die Trennung eben auch nicht so strikt ist,
wie es jetzt durch die Theorie vorgegeben ist, aber das, es ist vermutlich sicher eben auch an dieser Theorie ein Funken Wahrheit. Und ich, aber um die Organisation des visuellen Kortex, da muss sicherlich noch weiter geforscht werden. Also um das zusammenzufassen, also in V1 wird visuelle Information anhand verschiedener Bildmerkmale analysiert. Also Kanten, Ecken, Bewegung und so weiter. V1 ist Retinotop organisiert und in Schichten, Lamina und Kolumnen, kolumnär. Und der dorsale und der ventrale Strom sind an verschiedenen Aufgaben, vermutlich was und wo, unterschiedlich stark beteiligt. Das war's für heute. Vielen Dank.